Nicht nur wir sind gern am Bodensee, sondern auch Donald Duck. Fans der beliebten Mickey-Maus-Hefte haben es bestimmt schon mitbekommen. Anfang Juli ist eine neue Ausgabe erschienen, in der Donald Duck an den Bodensee reist. Und worum geht es? Gemeinsam mit seinem schusseligen Cousin Dussel hat Donald Duck einen Wanderurlaub gewonnen. Eingefädelt wurde das allerdings von Onkel Dagobert. Der hat nämlich erfahren, dass seine Gegenspielerin Gundel Gaukelei auf der Suche nach einem magischen keltischen Amulett ist. Das Amulett kann jeden Wunsch erfüllen. Und Onkel Dagobert hat jetzt Angst um seinen Glückszehner. Auf den hat Gaukelei ist schon lange abgesehen. Dussel und Donald Duck sollen die Hexe also aufhalten. Während sie Gaukelei verfolgen, kommen sie an vielen regionalen Sehenswürdigkeiten vorbei. Am Rheinfall in Schaffhausen, an der Insel Mainau und an Meersburg. In Bregenz kommt es dann schließlich zum großen Finale. Natürlich auf der Bühne der Festspiele. Ob Gaukelei das Amulett findet oder ob am Ende vielleicht doch alles ganz anders kommt, wird jetzt aber noch nicht verraten. Wer die Geschichte lesen will, sollte sich allerdings beeilen. In vielen Geschäften am See ist das Heft nämlich schon ausverkauft.